Verdammt nochmal, ja, es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Pokémon Uranium. Und ich hab's auch endlich getan. Da unten? Ich hab endlich Aberdeen eingefügt. Bin ich nicht gut? Es ist einfach so viele Episoden an mir vorbeigegangen. Und auch, obwohl ich wusste, dass ich's ändern muss, ihr habt's mir auch mal wieder in die Kommentare geschrieben, ja, habe ich das einfach immer wieder vergessen. Shame on me. Wir sind jetzt wieder da und wir befinden uns gerade aktuell in Boreltown. Okay. Unsere große Aufgabe, ich habe ja gesagt, eigentlich möchte ich jetzt hier heute die Arena machen. Aber wir müssen jetzt erstmal was rausfinden, glaube ich. Und wir werden heute noch in die Arena gehen. Ihr werdet heute noch an diesem Donnerstagabend sehr spät, ich habe es heute erst nach 19 Uhr geschafft, sorry dafür auch, jetzt sehr spät erst wieder eine Pokémon Uranium Folge. Ich meine, so spät ist es letztendlich gar nicht. Weil wir ja letztens an einem Sonntag eine Episode hatten und so geht das eigentlich schon. Meow. Wird ein bisschen, ist ein bisschen chaotisch im Moment, so hier Zeit zu finden, neben den ganzen Streams hier noch die Folgen aufzunehmen, aber ich gucke halt auf jeden Fall, dass wir das einigermaßen weiterhin hinkriegen, so in dem Meow. In dem Rahmen, wo wir es hier halt im Moment haben, also so alle 3 bis 4 Tage. So, und Smore. Also ich habe mir natürlich auch wieder viele Kommentare durchgelesen und ich bin mir sicher, dass es ein sehr aufregendes, Abenteuer noch wird, da ich halt leider nicht ansatzweise die Pokémon-Erfahrung habe, die ihr habt, selbstverständlich. Und auch definitiv das gar nicht mehr lernen werde, alles. Aber das macht nichts. Das macht die ganze Sache, wie ich finde, sogar ein bisschen interessanter. Dadurch, dass ich nämlich nicht dieses ultimative Wissen habe, finde ich, ist es ganz interessant zu sehen, was wird passieren, wenn man eben nicht die Kenntnisse hat und dann eben sowas wie eine Nuzlocke-Challenge macht. Ich finde das eigentlich ganz interessant. Und so passieren auch Sachen, die halt vielleicht so ein bisschen überraschend sein auch werden. Natürlich werden wir vermutlich dann auch größtenteils am Unvermögen, sterben und versagen. Yeah, yeah, stimmt. Flug war auf Kampf ganz gut, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber hier kann man den Mankey eigentlich sogar noch ganz gut pushen. Ich glaube so Level 16 Mankey. Und dann können wir uns in der Arena sowieso trauen. Ihr meintet ja schon, dass wir wohl die Arena recht gut schaffen werden. Ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch. Was wir jetzt nämlich mal treiben, ich möchte 2 Sachen nachgehen, die ihr in den Kommentaren geschrieben habt. Das ist zum einen, da gab es doch irgendwo in einer Stadt, ich weiß nicht, ob es in der ersten oder in der zweiten war, wow, really, diesen einen Pokémon-Trainer im Pokémon-Center und ihr sagtet, ich soll bei dem trainieren, da der unendlich oft kämpfen wird. Jetzt ist halt meine große Frage, wie passt der sich an? Hat der immer mein angepasstes Level? Oder wird der von Kampf zu Kampf stärker und ich kann eigentlich gar nicht so trainieren, wie ihr das quasi euch in eurer Fantasie ausmalt? Das möchte ich jetzt ganz gerne erstmal nachgehen. Und dann möchte ich noch etwas gucken. Denn ja, da war ja schon so, ja, die Frage auch so ein bisschen offen. Zum einen, ob es überhaupt geht, zum anderen, ob es theoretisch regelkonform ist. Und wir reden hierbei natürlich von Fortok, der tot ist. Und ob man tote Pokémon tauschen kann. Zum einen kann und zum anderen darf. Das wissen wir nicht. Ach, das war der Typ mit dem Fahrrad, ne? Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo was war. War das hier der Typ, der tauschen wollte? Ich weiß es nicht mehr, Leute. Deswegen müsste ich jetzt nochmal ganz kurz alles nachgehen. Das sind die 2 Sachen, die ich gerne mir angucken möchte, bevor wir zur Arena gehen. War das nicht irgendein Dude in dem Haus? Ah, okay, das ist das Shop. War das nicht irgendein Dude in dem Haus? War das hier der Dude mit dem Trainern kämpfen? Oh, ja. Das war der Typ. Okay, Level 4. Aber der wird der... Also ich habe jetzt die Theorie, dass der dem seine Pokémon immer stärker werden. Entschuldigung. Immer stärker werden mit jedem Kampf.
Und das möchte ich jetzt einfach mal mir genauer angucken, wie das da funktioniert. Weil ein Trainer, bei dem du unendlich oft kämpfen kannst, wäre ja wirklich extrem geil, gerade was die Levelphase angeht. Dementsprechend schaue ich mir das jetzt hier mal so genauer an. Ah, Wuli, ja, we keep losing. Can you heal my Chimang? Thanks, now they're fitting. Und jetzt kann ich einfach wieder kämpfen, oder was? I'm raising my special Chimang. Irgendwie ist das komisch. Und ist das jetzt wieder auf Level 4 oder diesmal höher? Es ist wieder auf Level 4. Kann das dann sein, dass es damit zusammenhängt, was für einen Orden wir haben? Wenn wir jetzt, also bei der Theorie ist halt jetzt, wenn wir einen Orden haben, hat er seine Chimangs auf Level 4. Und wenn wir jetzt zum Beispiel den nächsten Orden kriegen, sind die Chimangs alle auf 10 oder so. Keine Ahnung, wir können es ja vielleicht... In dieser Episode finden wir das nicht mehr raus. Das finden wir wahrscheinlich eher in der nächsten Episode raus, weil wir die Arena-Leiterin oder den Arena-Leiter wohl heute nicht mehr packen. Aber alles in allem sehe ich, dass die Leiste sich doch ganz gut füllt, was die Trainer, was das Menki zum Beispiel angeht. Ich meine, das geht super schnell. Und wir kriegen sogar auch Geld dabei. Echt jetzt? Wir können hier Geld und... Okay, es hat weiterhin Level 4. Also dann glaube ich, könnte meine Theorie schon funktionieren, dass du sich je nachdem das Level anpasst, was du gerade für ein Spielfortschritt hast, quasi, ne? Menki halt hier zu trainieren, ja, ist ja gerade mega geil, weil der Typ halt hier alles übelst wegrockt als Kampf-Pokémon. Okay, dann kann ich das ja wirklich noch machen mit Level 16. Dann sollten wir vielleicht wirklich Arena-ready sein. Okay, aber ich merke mir das schon mal. Kann man ja hier sogar so Sachen wie Spoonie trainieren. Ihr habt ja gesagt, ich soll Spoonie auf jeden Fall behalten und vielleicht sogar auch ein bisschen leveln. Ich habe das natürlich auch mitbekommen, dass es eine Entwicklung ab irgendein Level hat und man die abbrechen soll, weil das später dann irgendwie ein Ultra-Pokémon wird. Da bin ich raus. Keine Ahnung. Ob wir das wirklich leveln, das werden wir dann sehen. So, war jetzt das hier noch in der Stadt? Was war das hier für ein Blumenladen? Das war ein Blumenladen. War das Fortok-Ding in der nächsten Stadt? Ja, das ist eine gute Frage, wa? Ach, scheiße, ich muss ich zu der Stadt immer durch die Höhle? Gibt es da echt keinen anderen Weg über... Oh. Irgendwelche Rocks oder so? Jetzt weiß ich es gerade gar nicht. Okay, das hier hatte ein höheres Level. Ah, ne, okay, ich kam hier schon so ran. Das hatte ein höheres Level und ich habe weniger Erfahrungspunkte bekommen, um mal zu sehen, wie krass der Unterschied ist mit diesen Trainerkämpfen. So, du? Nee, du redest von deinem komischen Hakun. Was denn im Pokémon Center? Ich weiß es halt echt nicht mehr. Wahrscheinlich finde ich ihn jetzt auch gar nicht. Mal sehen. Wenn ich ihn jetzt wirklich nicht finde, dann müsst ihr mir nochmal auf die Sprünge helfen, wo der war. Also ich meinte, er war in der ersten oder in der zweiten. Jetzt klicke ich doch nochmal schnell, dann gucke doch nochmal schnell im Pokémon Center, ob da nicht einer war. Aber ich glaube nicht, dass es einer im Pokémon Center war. Kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das würde gar nicht so viel Sinn machen. Okay. Nee, nee, nee. Auf der Straße wird es auch nicht einer gewesen sein. Also das wird schon irgendeiner wohl in irgendeinem Haus gewesen sein, oder nicht? Für sowas habe ich kein Langzeitgedächtnis. Du? Nee, du hast mir eine TM gegeben. Attract war das. Du? Ach, das ist der Typ, der irgendwie die Spitznamen bewertet. Sein Quatsch, ey. Nee, du auch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Du? Ah, ja, ja, war das. I'm looking for Fortok. So, mal sehen, ob das erlaubt ist. Wenn ja, naja, don't give a fuck. If you got one, I'll trade you my Bashoon. Ja.
Geht das etwa? Dann würden wir gerade ein totes Pokémon ersetzen, was eigentlich total geil wäre. Oh, wir kriegen ein Schaf! Take care, Film. What? I have a happy photog now. Yeah, and a dead one. You don't have a photog, I guess. Ja, ich weiß. Ich habe kein photog. Aber ich habe jetzt wieder ein lebendes Pokémon. Ein Yuon, Mann, Mann. Nee, das ist sein Spitzname, ne? Das Vieh heißt eigentlich Bashun. Bashaun. Ach, ist ja geil. Level 11, das geht ja sogar. Ja, hier, jetzt darfst du mal bewerten, meinen Spitznamen. Das ist nämlich nicht meiner. Hier, kritisiere mal den hier. You are Manus. It's a magnificent nickname. It is impreachably beyond reproach. You'll do well to cherish your Yuma now and beyond. Alles klar. Leute, es ist wohl erlaubt, sonst würde es ja nicht gehen. Das ist ja der extra Modus dafür. Tote Pokémon tauschen. Oh, das scheint auch gar nicht so schlecht zu sein. Hat recht viel Leben. Was ist es denn? Dark und Fight. Oh, Fight. Das wäre ja auch ganz gut für jetzt gleich. Hat einen sehr hohen Attack-Wert. Boost Attack. Okay, also kein Special Attack-Fee. Low Kick. Leer Focus Energy. Nicht uninteressant. Dann wäre ja jetzt quasi so der Moment, wo man sagen könnte, ey, wir könnten das Ding da sogar leveln. Bei dem anderen Trainer, oder nicht? Willst du richtig Gas geben, können wir da, wenn der Trainer wieder ein bisschen bessere Pokémon hat. Aber dann würde ich das da wirklich so zum Level nutzen. Wahrscheinlich, aber das Problem ist halt, das ist nichts, was ich in der Folge mache. Weil das ist halt wirklich super lame. Weil das ist nur stumpfes Ageklicke. Das ist nichts mit Random etc. oder so, ne? Da weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber muss ich mal gucken. Vielleicht muss ich auch gar nicht so krank trainieren. Ja, wir sind ja im Moment ganz gut unterwegs. Wir haben ein ausgeglichenes Team. Alle haben ordentliche Level. Mann, ist ein Schaf. Bam. Low Kick. RIP. Wir kriegen immer 8 dafür. Boosted Experience Points? Warum kriegen wir Boosted Experience Points? Kriegen wir die immer? Oh, warum kriegen wir immer Boosted Experience Points? Habe ich was verpasst? Holy crap! What? What? Warum? Traded good endurance. Ja, es hat super viele Leben. Boosts attack if there is a status problem. Warum? Es hat ja nichts, keine Fähigkeit. Liegt es daran, dass wir es getradet haben? Kriegt es deswegen Boosted Erfahrungs... Wie geil ist das denn? Ich will es gerade mit dreimal Chinmann töten. Halt einfach fast ein ganzes Level abbekommen. What? Ja, auf geht's, Level 12, Junge. Was geht denn hier ab? Ist ja ultra gut. Das kann ja dann nur damit zusammenhängen, dass wir es getradet haben. Ja, dann können wir das vielleicht in der Arena gleich nutzen. What? Ja, Level 12. What? Ey, Leute. Wie geil ich das gerade finde. Ey, du bist ein ultra geiler Dude. Ey, ich kann hier übelst Cash farmen. Und jetzt hier sogar noch mein frisch getauschtes Schaf, mein Bashaun übelst pushen. Was ist das denn? Leute, das ballern wir jetzt noch fix nach oben. Ich bin dafür, dass das das ist ja vielleicht sogar dann noch geiler als Photog. Ich weiß es nicht. Dark und Fight. Ich meine, jetzt ist es so gesehen natürlich dann doof, dass wir Loki haben. Loki sei schon Mankey. aber nichtsdestotrotz.
Gut, da muss ich aufpassen. So Dark habe ich zum Beispiel überhaupt keine Ahnung, was da irgendwie... Was Dark auf die Fresse haut. Ihr habt ja gesagt, ich soll mich ein bisschen einlesen in die ganzen, ja, keine Ahnung, Arten und was gegen was effektiv ist. Ja, die Frage ist, muss ich das wirklich lernen? Ich meine, in welchem Rahmen ist das in Ordnung, wenn ich das nebenbei ein bisschen lese? Jetzt zum Beispiel, wenn ich keine Ahnung habe, dass Dark das zum Beispiel so ist. Stomp haben wir jetzt bekommen. Stomp ist dann wahrscheinlich auch eine Kampfattacke, oder? Nee, ist eine normale. Wird jetzt aber auch. Dass ich jetzt zum Beispiel sage, ich kann halt leider nicht klicken währenddessen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, wir schauen mal nach dem Vieh. Müsste ich nur mal gucken, wo es ist. Ich glaube, wir machen das mit der Suche. Da ist es. Okay. Boschon ist im Übrigen Level 60. Nummer 60 von dem Dex hier. So. Und jetzt müsste ich ja, jetzt könnte ich mich zum Beispiel reinlesen. Im Sinne von, okay, es ist schwach gegen Flug und schwach gegen Kampf. Okay. Und sehr schwach gegen Fee, was auch immer Fee ist. Ja. Und ansonsten haben wir Resistance gegen Geist und Stein. Extreme Resistance gegen Dark. Und immun gegen physisch, also Psycho. Der Rest ist alles normal. Sowas könnte ich halt machen zum Beispiel, dass ich nebenbei so ein bisschen noch lese, während ich aufnehme, während ich spiele. Vielleicht um den einen oder anderen auch noch ein bisschen Wissen beizubringen und dass ich mir so ein bisschen Wissen noch aneigne. Weiß nicht, wie ihr das sagt, ob das irgendwie too much ist, weil ich dann... Weil dann so dieses Flair von er weiß nichts und man weiß nicht, was passieren wird, weggeht. Das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, in welchem Sinne ich oder wie ich das Ganze handhaben soll. Also ihr seht schon, das ist jetzt halt nicht so sonderlich spannend. Wenn ich, das ist halt jetzt wirklich eine ganz coole Situation. Ich drücke nämlich die ganze Zeit nur A und kann so ein bisschen lesen, ein bisschen was vorlesen. Das ist so in Ordnung. Ja. Ich würde sagen, wir haben es gleich von Level 11 auf Level 14 in... unter 4 Minuten gebracht, was ich extrem geil finde. Also dieses Pokémon will ich wirklich, wirklich nicht tot sehen. Das mit den Boosted Experience Points ist so krass. Ja, ich denke, ich bringe es nicht mehr auf Level 15, das ist in Ordnung. Ich bin mit 14 sehr zufrieden, muss ich sagen. Aber hier kannst du halt einfach in einem Tempo leveln, das ist wirklich gut. Wir lassen das jetzt mal so stehen. Wir werden... jetzt tatsächlich noch den ersten Kampf in der Pokémon-Arena machen. Wir werden nicht mehr machen heute. Also ich muss schauen. Ich muss es zeitlich gerade ein bisschen hinbiegen. Ich kann wahrscheinlich keine halbe Stunde Folge machen. Denn ich mache dann lieber 2,25er und bin aber dafür auch dann wieder auf der sicheren Seite, dass ich euch zum Beispiel in 3 Tagen wieder eine Folge bringen kann. So, was habe ich gesagt? Ich wollte hier noch was Sachen kaufen? Potions, das lohnt sich eigentlich gar nicht. Wir werden das in einer anderen Stadt machen. Wir müssen uns da ein bisschen eindecken. Wir haben jetzt gerade extremst viel Kohle auch gemacht. Von dem her bin ich der festen Überzeugung, dass wir das jetzt auch geben können. Wenn, jetzt wo ich weiß, dass es zum Beispiel eine unendliche Geldquelle quasi gibt. Klar, es ist nicht viel. 320 Poké-Dollar ist jetzt nun wirklich nicht die Welt. Aber die Möglichkeit, irgendwo Geld zu farmen, sodass ich zum Beispiel Tränke kaufen kann. Dann muss ich nämlich nicht so geizen mit Tränken. Weil das mache ich. Ich bin ein absoluter Geizhals, was Items angeht. Und wenn ich weiß, dass ich nicht geizig sein muss, dann kann ich nämlich wirklich schauen, dass ich meine Pokémon auch, wenn es gar nicht heilungsbedürftig aussieht, einfach mal heile. Just for the safety, ne? Also da werde ich so ein bisschen die Augen drauf haben. Sage ich jetzt einfach mal. So, aber den ersten Kampf aus der Arena, um auch mal zu gucken, was die eigentlich können. Wie stark die sind. Ob die mich jetzt ungewollt direkt rippen. So, was war er nochmal? Stein und Boden, ne? Und mit Kampf sind wir dadurch ja ganz gut bedient. Also zumindest gegen Stein. Gegen Boden ist das, also zumindest, dass die irgendwie... Bitte glitt. So normal.
Ja, kriegst noch einen Stomp in die Fresse. Und dann ist das Vieh halt auch weg. Boosted 111? Oi da. Ah, ich bin falsch. Ich muss mal einen Stand. Musik ist RIP. 111, Alter. Oh mein Gott, kann ich bitte nur noch Pokémon tauschen? Ey, dann ist es ja, gerade weil wir eine Nuzlocke spielen, wie unfassbar lucky muss das denn gewesen sein, dass wir den Fortok bekommen haben. Es ist ja auf so vielen Ebenen. Achso, ja. Kampf ist ja schwach gegen Käfer. There we go. Holy crap, Mann. Wir werden gleich mit unserem Schaf hier übelst aufräumen. Das Schaf, das rasiert. Normalerweise werden die Schafe rasiert. Jetzt rasiert das Schaf, Junge. Ey. Geil ist denn das? Das Ding muss ich jetzt erstmal ein Item geben. Nämlich so eine Berry. Ey, apropos. Gleich mal ein paar Berries pflanzen. Wo wir schon mal hier sind. Warum ist denn die Musik jetzt RIP? Ich pflanze jetzt hier mal so ein paar, weil das Vieh, ey, das könnte gleich hier mein neuer Fave werden. Was geht denn hier ab? Hallo, Musik. RIP. Läuft wohl wieder. Sehr schön. So, jetzt decken wir uns mit Tränken ein. Holy crap, Mann. Ey, nein, Pokéball Boy nicht. Super Potion, ja, 700, das ist in Ordnung. Da kann man es ruhig mal, guck mal, wir müssen echt nicht geizen. Zack, kaufen wir mal 8 Stück. Ist zwar schon teuer, aber... Ganz ehrlich, dann farm ich und level ich und dann überstehen wir das auch. Und ich glaube, da seid ihr sowieso auch dann richtig heiß drauf. Weil das sind dann alles Möglichkeiten, wie wir dieses Projekt wirklich noch lange fortführen können. Was dafür sorgen wird, dass wir nicht unbedingt rippen. Jetzt haben wir wieder ein 6er-Team. Und wir haben wohl mit diesem Schafe, diesem Barschauen, ein echt krasses Vieh. Und jetzt mal rein aus Interesse. Da drüben möchte ich mal noch ganz kurz einen Kampf machen. Weil dann muss es ja hier unglaublich viele Erfahrungspunkte kriegen, oder nicht? So. Was haben wir gesagt? Das ist alles ganz normal hier, ne? Poison etc. Ach nee, Kampf ist gegen das Vieh. Das muss... Ach, Kampf war gegen Giftschwach. Okay, ich muss mir das echt mal aneignen. Okay, okay, Kampf ist gegen Giftschwach. Also. Sehr gut. ...148 Erfahrungspunkte. Was ist denn Beat Up? Gucken wir gleich mal. Ich habe jetzt noch schnell einen Plan. Wartet mal noch kurz. Ja, dann geht die Folge halt doch eine halbe Stunde. Passt schon. Weil ich jetzt bin ich halt einfach ultra neugierig, ne? Beat up, okay. Schauen wir mal, was das kann. Ah, das ist eine Attacke, die einfach mehrere Male hintereinander geht. Und hier in dem Fall nicht effektiv ist. Ey, wie oft denn noch? 6 times hit? Ah, ist eine Dark-Attacke. Okay. Jetzt ist so der Punkt gekommen, wo ich sage, ich heile mich mal lieber. Das Tackler aus irgendeinem Grund extrem viel Schaden macht. Wehe. Okay. Alter Verwalter, jetzt wartet mal. Ich bin halt einfach super, super neugierig.
Ich will jetzt das Pokémon gerade mega kennenlernen. Ich finde das richtig geil. Weil es hat Normalattacke, es hat Kampfattacke, es hat Darkattacke und die Darkattacke war ja gerade mal richtig krank. Der hat 6-mal getroffen. Was ist, wenn ich das auf ein Pokémon mache, wo das nicht effektiv ist? Ey, da muss das ja übelst reinhauen. Ich muss mir die Attacke mal kurz durchlesen. The user gets all the party Pokémon to attack the foe. The more party Pokémon, the more damage. Macht das? Ja, hat das jetzt gerade 6 Schaden gemacht, weil unser Team aus Pokémon aus 6 besteht? Wie OP wäre das denn? Entschuldige, was für eine Trefferchance hat das? Prozent? Ne. Niemals. I love to hide in the tall grass. Okay, so geil ist der Schaden nicht. Obwohl. Alter. Trifft das immer 6-mal? Wie krass wäre das? Und das hat eine 100%. Das will ich nochmal sehen. Ich glaube das irgendwie nicht. What? Erfahrungspunkte 652. Was? What? Ey, das Vieh wird innerhalb von kürzester Zeit, das wird innerhalb von einer halben Stunde Episode des beste Pokémon. Ich bin gerade völlig baff. Was haben wir denn hier für Berries? Defrost. Confusion, Burn, Sleep, Paralyse. Ich bin gerade sowas von baff, ne? Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Leute, wir müssen das mal anders machen. Wir müssen das mal anders machen. Also die Arena machen wir doch die Episode nicht mehr. Ich bin gerade sowas von begeistert von diesem Pokémon. Holy, das wreckt ja alles. Leute, was wird jetzt passieren? Ey, Leute. Leute, wir machen für heute Schluss. Ich bin gerade mega begeistert. In der nächsten Episode möchte ich das Vieh weiter leveln. Und werde mit dem Scheißvieh mir meinen zweiten Orden holen. Alter, da wird gerippt. Und ich freue mich drauf. Und ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Habt schon mal ein schönes Wochenende.